Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, herzlich den Mann, der es hier gerade seht und herzlich willkommen bei den Hockerzockern. Mein Name ist Angelo und in diesem Video möchte ich euch Ori and the Will of the Wisps vorstellen. Ich habe viel von gehört, es soll sehr schön sein, sowohl grafisch als auch vom Soundtrack her und auch liebevolle Charaktere. Leider habe ich den ersten nicht gezockt, aber ich habe gehört, man muss den ersten nicht kennen, um den zweiten spielen zu können. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und wenn euch das hier gefällt, was wir hier machen, nicht nur ich, sondern auch meine anderen Kollegen, wir haben auch noch einen Podcast, nicht so mit Arbeit, reden wir über Filme, Spiele und das alltägliche Leben, dann bitte abonniert doch, ne? Hier, Glocke läuten, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Gerne nochmal die Kommentare benutzen. Wir würden uns freuen. Und ja, genug Geschleime. Los geht's mit Ori. So, da. Okay, wir fangen an. Mit erstmal hier ausmachen. Neues Spiel. Aber Spiel starten. Leerer Speicherplatz. Schwierigkeiten immer normal. Achso, Brille wäre auch nicht schlecht, ne? Das sieht jetzt schon geil aus. Gucken, ob der ganze Lachs hier läuft. Oh, geht schon los. Okay. Schwalbennest. Oh, das ist wirklich schön, ne? Also noch kann ich nur springen. Ich glaube, Ori, also der hier ist, glaube ich, ein... Ist das ein Irrlicht? Oder... Ach, ein Irrlicht, sage ich schon. Hier ist irgendein Fabelwaldwesen. Sieht doch mal, jetzt den ersten zocken sollen vielleicht. Oh, mir gefällt schon der Soundtrack echt gut. Dieses melodiöse. Auch die Grafik ist geil. Immer trinken hier. Wer sind die denn? Ach so, das sind seine Kumpels, die er am ersten Tag kennengelernt hat, nach und nach, ne? So viel weiß ich noch. Mir den Timer schnell. Okay, das ist die Eule, die nicht fliegen kann, weil sie so kaputten Flügel hat. Also ein bisschen weiß ich schon, oder im Groben. Na, oh, tapsig. Die sehen ja geil aus, die Jungs. Schon ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin. Mal, hört mal auf zu hämmern, ihr blöden Handwerker da unten, ey. Mein Gott. Hoffe, ihr habt nicht in der Aufnahme. Warte, es geht weiter. Mann, hör auf zu hämmern, du Vogel. Echt, ey. Ich mache hier Homeoffice. Mehr oder weniger. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, so. Ah, das alles hier wackelt, finde ich gut. Also, das ist wirklich die Physik, dass die mitmacht. Muss ich überhaupt lang? Oh! Ist ja richtig hübsch. Alter, gleich raste ich hier aus. Ganz sag hier mal, kein Mensch lässt nämlich auffangen, hier an rumzubollern da unten, Idioten. Ui! So lässt sich's leben, ne Jungs? Schön auf dem fetten Bauch sitzen. Schön, dass wir die Maden schnabulieren. Oh, lecker Maden. Vegane Ernährung sieht anders aus.
die Klappe! Mann! Handwerker, jetzt haben sie Zeit, jetzt fangen sie rumzubollern. Morgens oben, wann haben wir jetzt überhaupt? 10 Uhr! 10 Uhr! Dann mach ich erst um 10 Uhr auf. Oh, die arme Eule kann nicht fliegen. Achso, jetzt bin ich dran. Hey, Kuh, komm her. Kannst du fliegen? Oh, sieht das geil aus. Wo ist das Vieh jetzt? Kuku. Ach, guck mal, sie ist schon größer. Ist gewachsen. Boah, Jungs, da geht denn der Prolog hier? Hä? Mir gefallen auch die Bewegungsanimationen von dem Ori. Ah. Hä? Ah, nee. Die rechte Wand. Aha. Ha, eine Feder. Okay, wo ist ein RT? Ach, ich mal zocke ich ja mit einem Dings-Controller. Mit einem PlayStation-Controller. Deswegen ist Xbox immer so eine Sache. Oh, ist ja geil. Hui! Sehr schön schnell das Spiel. Finde ich gut. So, komm, jetzt holen wir hier einen Tacker. Tacker das Ding da dran. Tack, 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 tack und fertig. Eine Feder. Hau. Also eine Feder reicht. Weiß ich nicht. Liegt ja schön voll rum. Hau. Feder. Ah, hier ein bisschen Kreppband dran. Zack, fertig. Läuft. Wie, jetzt kann ich fliegen mit dem Vieh? Jo. Oder auch nicht. Komm hoch, du Fettsack. Das ist doch nicht so schwer. Nein, nein, nein. Es dauert schon doch schwer. Muss ich noch mehr drücken? Außer A? Ah, jetzt. Muss ich drücken? Nee, er drückt. Juhu! Juhu! Also hat Eule? Oh, was ist er? Oh, guck mal, wie geil das aussieht.
Schon Kopfkacken in Viecher. Oh oh. Scheiße, Flügel ist weg. Eine Feder. Bumm. So begann unsere Geschichte. Ja, kann ich jetzt endlich mal anfangen zu zocken? Was ist das für ein Vieh? Ich bin so ein Aasfresser. Weg! Hau ab! Komm, steh auf! Hä? Ist irgendwas? Cool. Tintenmoor. Endlich geht los. So. Was habe ich denn hier? Das sind meine Fähigkeiten, die ich immer bekommen. Was die beiden Dinger sind, rechts und links, weiß ich noch nicht. Ach, das war sehr schön. Was ist das für ein Vieh? Hallo. Bist du freundlich? Hm. Okay, da komme ich nie hoch. Blululup. Wohin jetzt? Kann man hier schwingen? Nee. Oh, das war knapp. Oh, es gefällt mir richtig gut, das Spiel. Aber bis jetzt. Was ist das hier? Lebenskugel. Du hast eine Lebenskugel gefunden. Sammle sie, um Oris Gesundheit wiederherzustellen. Ach so, da sind die grünen Dinger da unten. Okay. Das sind Stachelteile, die machen schon Aua. Oh! Alter Schwede, wie zerschrocken. Habt ihr gesehen, was für Reflexe ich hab? Hör mal, das sind richtige Zockerreflexe. Jahrelang antrainiert. Oh, so viel zum Thema Reflexe. Hat man jetzt hier irgendwo eine Mission? Whee! Achso, da geht's weiter nach Lumazen. Tut hinten nur Lumazen. Ich kann mal kurz mal zurückgehen. Oh, scheiße. Oh Gott, ja, so viel zum Thema Reflexe, Angelo, du bist so toll. Was hier hinten nochmal war. Weil links geht offensichtlich zum nächsten Bereich. Da möchte ich auch noch nie hin. Wo ist noch so eine Kugel? Wie komme ich da ran? Ah, sehr gut. Energie. Mit hier Fallschaden? Kann man ja saufen. Ist das? Kleine Geisterlichtgefäß. Kleines Geisterlicht kann befreundlichen Kreaturen eingetauscht oder zur Verbesserung von Geistersplittern verwendet werden. Okay. Also quasi die Währung. Ach, ich finde auch toll, wie der Vorderung scharf ist und Hintergrund unscharf. Das ist echt geil. Und der Wind und der Regen, die dann peitschen. Ah! Peitschen sind. Komm, steh auf, der Mann. Oder Mädchen, was auch immer du bist. Das Holz? Ja. Na, da kommt man, glaube ich, später, wenn man andere Fähigkeiten hat. Hier ist Wasser. Halte drückt und drücke A, um von ihm durchzufallen. Ach so, ja, Moment. Also so. Flupp. Habe ich. Energie, sehr gut.
ist das denn hier? Wohnt hier einer? Kann man irgendwie auch Schilder lesen? Anscheinend nicht. Hey, Katzenviecher. Drücke X, um Fackel zu nehmen. X ist hier wo auf dem Controller? Da. Ah, kann ich jetzt kämpfen? Jo. Geil. Du. Ach, guck mal, der ist doch böse, siehst du? Ah, kriegst du sogar Feuerschaden. Warte mal hier. Du hast Energiekugel gefunden. Sammle sie, um Oris Energie wiederherzustellen. Hä? Die Energie. Ich hab doch jetzt die Lebenspunkte, oder nicht? Drücke X, um einen Schlüsselstein zu verwenden. Habe ich einen Schlüsselstein? Nein, habe ich nicht. Boah, ich bin richtig mutig, ey. Seid ihr? Ach, mal, das ist so. So Dinger. Wieder hoch. Ah. Sehr gut. Warte mal, oben hat auch nochmal Holz, ne? Oh, was ist denn ein Vogel hier? Drücke, um Tok zu sprechen. Ach, die reden gar nicht Deutsch, beziehungsweise Englisch. Mhm. Io donna nus, naragutin, ginchelo tush atan. Oh, I guess. Ah, okay. Isogena nus. Ah, mira. Der flehende Schlüsselstein. Neue Quest. Finde den Schlüsselstein, drücke. Was ist das hier? Ah, okay, ich bin hier und ich muss jetzt dahin, um den Stein zu finden. Der fehlende Schlüssel. Wenn du den fehlenden Schlüsselstein aus der Höhle hinter Tok holst, wird er dir sein überlassen. Ja. Okay. Wie halt? Aha. Ja, geh aus dem Weg hier, du komischer Vogel. Ich will vier anpacken. Ich hoffe nur, dass die Fackel nicht gleich ausgeht, dann stehe ich mir hier. Ich wollte da gar nicht rein, fand die Kacke. Mann. Gib mal die Energie her. Ja, aha. 171. Und da reinfallen. Man kann aber bestimmt das Ding schwingen und dann da oben ins Salat machen. Nö, oder auch gar nicht. Das ist einfach nur da. Das hat wieder noch eine Bedeutung. Ach, ich hab die Fackeln, ich hab die gar nicht gesehen. Ach, es sind noch mehr. Gut, dass hier unten Energie liegt. Jetzt? Ach ja, sicher, wer bist du denn? Dreh dich um! Kommt der nicht hoch? Ich sehe das Vieh nicht mehr. Wo ist es? Wo ist es? Ich brauche Energie! Ich habe nur eine halbe Energiekugel. Bam! Die reicht für dich, du blöder Mistvieh. Hat jemand zum Looten dabei gehabt? Nee. Nein, die Fackel ist aus. Nein. Was mache ich jetzt? Also da komme ich nicht hoch, weil die ja killen mich. Oh, jetzt habe ich keine Waffe. Ach hier, blaues Moos.
Schau, da komme ich gar nicht ran. Scheiße. Doch. Ah ne, hier oben ist ein Moos. Halt dich doch fest, mein kleiner Freund. Schlüsselstein, juhu! Zeige, zock den Schlüsselstein. Ja, ich brauche mal eher Energie. Aber komme ich da unten nicht noch irgendwo weiter? Nee, ne? Oder? Nee, schaffe ich nicht den Sprung. Oder? Ja, bei meinem Glück fahre ich diese Typen auf den Kopf. Ah, nee, lass mal. Ne, klappt nicht. Ah, ich trau mich nicht. Mein Gott. Jetzt hier hoch. Tschüss, du Schlabbermorchel. Scheibenkleister. War ich da hinten? Ach, oh ja. Ah, die regenerieren sich, glaube ich. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt hier hoch. Hey, tock. Muss X da, ist X. Ah, bis zurück. Vielen Dank. So, jetzt kann ich mit dem Stein nämlich das Tor öffnen. Aber erstmal hole ich mir, glaube ich, eine Fackel. Ach, die sind auch ja da, die Viecher. Ach du Scheiße, ist das ein Wolf im Hintergrund? Auf jeden Fall Fackel. Oh nein, die Fackel ist weg. Oh, was ein böses Kackspiel. Habe ich keine Fackel mehr. Ich brauche noch eine Waffe hier. Ah, okay, an den Seiten zeigt den an viele Steine du raus. Ja. Boah, kann der schwimmen? Ich weiß nicht, kann er jetzt schwimmen oder er säuft? Ich teste das nochmal aus. Ja, ich kann schwimmen. Boah, ich finde echt wirklich die Bewegung finde ich genial von ihm. Das haben sie wirklich gut gemacht. Spielt sich auch gut. Oh, jetzt schneller hoch. Whee! Ach, scheiße, sogar trinken. Wer ist er denn? Okay, rennen. Wir haben keine Waffe. Rennen. Lauf. Irgendwo hin. Lauf. Hoch. Nein. Der erwischt mir auch noch, junge Ratte. Junge Sau. Alter, wie schnell ist der? Kann ich irgendwie rennen? Hoch. Lauf. Oh Gott. Fackel. Nimm die Fackel. Hier. Zack. Ja, geil. Der hat noch Lebensenergie. Das ist ein Bosskampf. Okay, das muss ich jetzt mal rauskriegen, das funktioniert hier. Komm hier, ich bin doch tot, ey. In die Offensive. Ha! Yeah. And we say bye bye! Boah, das war aber knapp gewesen, ey. Ich hab so viel Energie. Das ist genauso, wenn ich so Dark Souls spiele, also Souls-like. Ich schaff die Bosse immer nur dann, wenn ich wirklich nur Zipfel Energie habe und dann alles all-in setze. Meine Fresse, nee, der hat mir aber auch. Kann ich jetzt vielleicht ran? Nee. Kommt direkt sowas hier. Ah, jetzt brennt hier alles.
ich da hoch? Geht nicht. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Holzbau! Na, verdammte Kacke! Jetzt habe ich die Hälfte übersehen da oben. Und hier sind echt viele Knochen. Erstmal Energie. Ich muss sagen, die Gegend erinnert mich ein bisschen an so einen Elefantenfriedhof. Jetzt gucke ich erstmal nach, wie was ist. Okay, Intro. Video. Werde ich jetzt zum Super Saiyajin? Oder auch nicht. Klingt so wie am Hang, wenn ich Kohldampf hab. Also sind wir auf so einer Insel. Oh, ihr kleinen Muren. Was wollt ihr von mir? Der Kreischer, der Heuler. Ah, Geisterklinge. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt und halte LT gedrückt, um sie XY zu weisen. Okay. Aber das LT, das ist LT, ne? Nutze jetzt das Licht. Also, LT. Hab ich doch. Da. Oh, wo ist der Wolf, hä? Cool. Zack. Ah, was ist das für ein Vieh, hä? Oh, der schießt. Geht die Hämmerei schon wieder los? Ey, die gehen mich um. Oh nein, kack, geh hoch. Ich darf mich nicht aufregen. Oh, ich hab dich gesehen. So, jetzt komme ich an die an links hier ran. Du bist auch kein Problem mehr. Hier, zack. Boah, jetzt sind die wieder am Bollern da unten, wie die Bekloppten. Aber wie komme ich da jetzt ran? Ach, Moment. Nee, ich noch nicht. Achso, man kann aber hoch. Magnet, du hast einen neuen Geisterflitter erhalten. Ori fliegen weiterhin für eine Kugel zu. Drücke zum Anlegen. Mhm. Cool. Ah, okay, ich habe also drei Fähigkeiten, die ich benutzen kann. Gibt ja noch so eine Art Doppelsprung. Kann man seine Energielast irgendwie vergrößern? Muss ja irgendwo gehen, ne? Jungs, echt, ey. Ah, ich bin da so ein Geisterwesen.
groß und moosig. Ach du Scheiße. Okay. Ach mal, Tintenmoor habe ich jetzt 27% entweder erkundet oder geschafft. Da komme ich wieder zurück. Und wo war das hier mit den Details? Da. Weil da hinten gab es auch noch Sachen, ne? Wie kann man ranzoomen? Kann man irgendwie ranzoomen? So. Also ich denke, man muss jetzt hier wieder hoch, dann nach rechts, dann komme ich zu dem Typen da oben. Okay. Ich bin der Quolok. Boom. Ach, schießt er tatsächlich noch. Schon wieder so ein Vieh. Boah, ich muss sagen, das ist ein riesen Reichweite, das Schwert, ne? Alter Schwede. Jetzt geh ich aber hier runter und hab mich dann da fest. Komm, halt dich doch fest. Jetzt komme ich echt nicht ran. Doch. Ah, warte mal, jetzt kann ich bestimmt das Ding auch kaputt machen. Nein. Oh Gott. Was ist denn für ein Vieh? Ja, kein Gegner. Okay, die auch schon. Dreh um, dreh um! Dreh doch um! Heilkugeln, Heilkugeln, sehr gut. Wo war Karte? Da. Da unten war ich noch nicht, ne? Oh Gott, da sind so viele Wege, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst langlaufen soll. Ja, komm mal her hier. Ich seh nix. Vieh. Also ich weiß, dass man im Verlauf des Spiels auch noch andere Fähigkeiten bekommt. Zum Beispiel so eine Art Seil zum ranhangeln. Oh, was ist denn hier? Kannst du das Ding vibrieren? Und neue Fähigkeit? Ah, Doppelsprung, geht doch. Alles klar. Das ist Doppelsprung. Das ist ja nix. Klappt da gar nicht. Das ist echt ein mickriger Luftbesprung, aber ist mal ehrlich. Wo haben wir denn hier Fähigkeiten? Irgendwo Fähigkeiten? Ach du Scheiße, sind alles Questgegenstände. Ist doch kein Doppelsprung, jetzt mal ehrlich. Habe ich da überlesen? Ich dachte, jetzt käme ich da hoch ohne Probleme auf der anderen Seite durch Doppelsprung. Ah, ich hab's. Bleib an Wänden kleben. Drücke zum Anlegen. Okay. Wie geht das? Ah. Also kann man zwischen den Fähigkeiten immer hin und her wechseln. Ah, ist das geil. Seht ihr, Leute, hat sich hier wirklich schon mal hinten gelohnt. Aber man kann damit nicht hochlaufen. Also nicht in solchen Senken.
Geht euch runter? Jo. Jetzt guckst du blöd, ne? Das ist ein ganz schön weiter Sprung, ey. Och. War ich so weit. Ja. Doch von der Seite. Aber jetzt müsst ihr euch hier von. Genau, daran hängen bleiben. Nein, zu früh gedrückt. Timing ist alles. Hoch. Hey, hier runterfallen lassen, weiß ich nicht, nee, oder? Lieber nicht. Vor allem weiß ich gerade nicht, wo er denn jetzt speichern würde. Also wo ist jetzt der letzte Speicherpunkt? Oder muss ich manuell speichern? Boah, juckt den gar nicht, den Schlag. Der geht einfach mal vorbei. In die Karte. Da geht's noch weiter, oder nicht? Achso, ist wahrscheinlich da, wo ich gerade bin. Nee. Doch tiefer. Hier geht's nicht durch. Kann man nicht kaputt machen. Oh, oh. Drecksack. Komm hier durch? Nee. Alles Nebel. Alles klar. Drücke RT um. Wo ist denn jetzt RT, ey? Ja. Ah, aha. Siehste. Nach und nach erschließen sich mir die Geheimnisse dieser wunderbaren Welt. Ha. Na ja, toll. Das macht garantiert Schaden. Ach, da muss ich bestimmt mal reinschieben irgendwann. Reinschieben klingt auch ein bisschen eklig. Ich meine, da muss irgendwas, ne? Irgendwas rein. Die Frage ist, habe ich hier irgendwas zum Reinschieben? Verdammt, Kacke. Ach, komm schon, Ori. Aber nichts. Ach, hier. Klar, halte und greife, siehst du? Mein Gott, bin ich cool. Ich bin so ein toller Typ. Muss einfach mal gesagt werden. Zieh doch mal fallen. Komm, jetzt hier. Tja, selbsterklärend. Und jetzt kann ich ungehindert mir die Dings holen. Ach, das ist ein Schlüsselstein, ne? Ja, einen habe ich jetzt. Ich kann auch unfair. Jetzt hat die Batterie von der Funkstrecke, alles klar, super. Ach, verdammt, so oft gedrückt. So, jetzt hier hoch. Ja, dran. Nochmal hoch. Immer die Karte. Wo ist die Karte? Da war die Karte.
Moment, was war das hier nochmal? Kann man es irgendwie sehen? Geisterlicht. Habe ich das jetzt schon? Gorlek-Erz, Geisterlicht. Fragment einer Energiezelle. Achso, sind das wahrscheinlich Sachen, die ich schon gefunden habe. Oh, das ist auch neu. Mhm. Ach Gott, jetzt muss ich jedes Mal so ein Portal finden, den ich speichern kann. Oh, super. Werden die irgendwie angezeigt auf der Karte? Gut. Ja, toll. Jetzt kann ich immer zum Arsch der Welt laufen, zu speichern oder warum? Oder wie? Oder was? Oder was? Daneben. Ich auch nicht. Och, diese Hämmerei da unten ist ja furchtbar. Ach ne, Quatsch, ich wollte hier. Also muss ich links lang und dann wieder hoch. Dann komme ich zur nächsten Quest. Oder ich gehe nochmal am Anfang hin, wo ich war, um zu gucken, was da noch für Klamotten waren. Oh, das war daneben. Die Wirbelsäule, wie sich bewegt. Hier, einen habe ich ja, ne? Aber ich brauche zwei, also warte ich erstmal noch. Vielleicht hier noch einen anderen Weg, wo ich dieses R gebrauchen könnte. Na, scheiß drauf. Ja, moin. Nicht so. Das ist Akrobatik hier. Ach, guck mal, das ist der zweite. Sesam, öffne dich. Die Uhr. Ja, machen wir noch 10 Minuten. Kann ich hier rein? Oh, Lauer. Oh, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir. Das sah schon so kacke aus, ey. Ach, mal, guck mal. Oh, hier sind so viele Gänge auf dieser Karte. Nein, andere Richtung. Okay, andere Richtung. Da. Hast du Energie? Nein, natürlich nicht. Da ist Energie. Ach. Aber manchmal will er nicht so, wie ich möchte. So wie jetzt zum Beispiel. Alter, war's knapp. Ey, gib mal eine Kugel her. Frage, will ich da jetzt hin oder will ich wieder zurück? Achso, da geht's wieder runter. Aber ich kann hier noch was öffnen. Das ist ja diese Drecksbrühe, ne? Halt dich fest! Halt dich fest!
Aha. Okay, ich brauche diese Dinge, um mein Leben zu erhöhen. Das ist immer sehr gut. Ach, ich habe ja den Doppelsprung gemacht zu früh. Gib mich Energie. Alles klar. So, was muss ich da? Kann man irgendwie Markierung machen? Fokus. Warte mal. Ach nee, ich dachte, ich krieg's Energie wieder. So, muss ich jetzt hier lang? Ja. Halten wir mit X, ne? Nein! Halten wir nicht mit X! Scheiße! Boah, war das knapp! Mein kaputt! Oh, explodiert! Die Sau. Da komme ich wieder zurück. Ah, da ist ja Lebensdingsbums. Ja, maximales Leben erhöht. Oh, du bist so blöd. Jetzt spring. Doppelsprung. Halt dich fest. Ist da drauf. Karte. So, was haben wir alles erreicht? Da waren wir auch schon. Also müssen wir jetzt nach oben. Ja, so langsam für die mir hier zurecht. Da habe ich mal. Da könnten wir nochmal hin. Wo kann ich den speichern? Ich kann echt nur da speichern, ehrlich? Na komm, die Energie hol ich mal kurz wieder. Oh, warum macht er meinen Doppelsprung automatisch? Komme ich da am besten hoch. Hier runter. Nee. Auf hier habe ich keinen Bock jetzt. Ist das ein Frettchen oder ich? Das ist ein Frettchen oder soll das sein? Papier. Okay, ich gehe jetzt runter und speicher und dann ist erstmal Schluss für die Folge hier. Ich sehe das hier wieder nicht so schlecht. Das gibt's doch nicht. Macht er mir auch kalt, ey. Ich habe sich seiner Kumpels kalt gemacht und der macht mir jetzt fast kaputt. Nee, jetzt kann Risiko immer eingehen. Wo ist der Speicherpunkt? Okay, geradeaus weiter. Huh, alles klar, schön gespeichert. Ja! Geil! Da muss ich hin. Ja, Ori and the Wisp God, ich hab den Namen vergessen. Ein geiles Spiel, macht Bock. Ich glaube, ich will jetzt auch weiter zocken. Je nachdem, wie jetzt hier das Feedback ist von euch.
dann auch für YouTube, ansonsten halt alleine. Wäre natürlich auch schade, ne? Weil es gefällt mir wirklich gut. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, wisst ihr ja, ne? Lasst uns hier einen Daumen nach oben da. Gerne abonnieren. Wir haben auch, wie gesagt, andere Sachen auf Lager, zum Beispiel auch Shooter. Momentan zocken wir viel Call of Duty oder auch unser Podcast, nicht so mit aber über Spiele, Filme und das alltägliche Leben. Und bis dahin, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.